Sambia. Hier wird Baumwolle angebaut, das sogenannte weiße Gold. Für die ländliche Bevölkerung ist der Anbau von Baumwolle eine der wichtigsten Einnahmequellen. Doch oft führen unsachgemäßer Einsatz von Düngemitteln und eine schlechte Bodenfruchtbarkeit zu sehr niedrigen Erträgen. Zusammen mit den geringen Preisen, die am Weltmarkt erzielt werden, treibt das die Kleinbauern immer weiter in die Armut. Die Initiative Cotton Made in Africa hat sich zum Ziel gesetzt, den nachhaltigen Anbau sowie den Absatz afrikanischer Baumwolle zu fördern und damit die Lebensbedingungen der Kleinbauern zu verbessern. Das ist genau was, was wichtig ist. Das heißt, hier die Selbstständigkeit zu ermöglichen, dass sie dann auch unabhängig sind von Hilfe von außen. Cotton Made in Africa verfolgt dabei einen umfassenden Ansatz, der soziale, ökonomische und ökologische Kriterien mit berücksichtigt. Das reicht von der Einführung ressourcenschonender Anbaumethoden bis hin zur Etablierung nachprüfbarer Qualitätsstandards. Durch die Einbindung namhafter Unternehmen und Handelsketten soll der Zugang zu den westlichen Märkten und ein dauerhafter Erfolg der Initiative gesichert werden. Wir erreichen Einkommensverbesserungen, wir erreichen dadurch, dass die Kinder zur Schule gehen können. Genau dieser Kreislauf ist ganz wichtig, dass aus dem Armutskreislauf heraus eine Entwicklung nach oben ist. Und das stellen wir fest, das Programm wirkt. Save Our Nature unterstützt Projekte, die sich wie Cotton Made in Africa für Nachhaltigkeit und ethischen Konsum einsetzen. Unser erstes Filmprojekt wird dieses Thema aufgreifen. Eingebettet in die emotionale Geschichte eines kleinen Jungen und seiner Familie. Über Schulmaterialien, Umweltcommunity und Kinofilm wird eine breite Öffentlichkeit für das Thema nachhaltiger Konsum sensibilisiert. Nur wenn wir die Herzen der Menschen erreichen, können wir etwas verändern. Save Our Nature.